Hallo Leute und herzlich willkommen zur neuen Folge von Smite. Diesmal schon wie Kukulkan in der Mitte, weil es sich von einem Zuschauer gewünscht wurde. Erstmal, ich nehme das gerade nach dem Video auf, weil für die ersten Minuten war mein Mikrofon aus. Weil ich habe keine Ahnung, ich hatte irgendwo mal die weiße Taste gedrückt und mich zu muten auf Discord und habe dann nicht mitbekommen, dass ich mich gemutet hatte. Yay! War egal, so. Wir spielen Kukulkan in der Mitte. Wie gesagt, weil es sich gewünscht wurde. Ich kann schon ein bisschen über die Runde erzählen. Die Runde war sehr besonders, denke ich jetzt mal. Also sie war, selbst hat sie sich lang gezogen. Aber ich glaube, es lohnt sich bis zum Ende zu schauen. Ist ein bisschen lustig, wir haben uns alle einfach gegenseitig noch angegriffen. Was verständlich ist, finde ich persönlich, weil das ist der Chuck hat mich genervt. Nicht nur mich, sondern auch alle anderen. Wird schon noch auffallen. Acht mal auf sein Bild. Er ist auf Lifestyle gegangen und hat Leiste gebaut, so ein bisschen Damage. Und das war einfach krass unnötig. Und ja, das ist keine Ahnung. Erstmal, bitte schalt nicht sofort ab, wenn es irgendwie ein bisschen schlechter läuft. Das ist sozusagen der Anfang. Der Anfang läuft ein bisschen schlecht, beziehungsweise der Anfang läuft okay, aber es wird zum so Midgame wird wirklich nicht gut. Ihr sterbt sehr oft und die Nemesis fokust mich einfach hart raus. Ne? Aber zum Late Game wird es sehr interessant, finde ich persönlich. Ich vertraue mein Team gar nicht. Und verzweifle von einer Situation zur nächsten. Wird euch aber auffallen. Das ist schon mal so. ich fange dann gleich irgendwann an, normal zu erzählen, was abgeht und normal zu kommentieren und sowas, logischerweise. Also kann ich schon mal sagen, ja. By the way, falls ihr irgendwelche Wünsche habt, welche Charaktere ich jetzt nicht spielen soll, schreibt es in die Kommentare. Ich gehe auf eure Wünsche ein, wie immer. Falls ihr nicht abonniert habt, gerne mal, lasst ein Like da. Hilft mir sehr, hilft meinem Kanal sehr. Lässt meine Videos mehr angezeigt werden, überall und sowas vorgeschlagen werden und so. Wundervoll. Ich glaube aber nur so ein bisschen weiter, damit Zeit vorbeigeht und ihr nicht einfach Stille habt. Weil Stille ist nicht gut, würde ich sagen. Ich glaube so viel, dass Stille. Also man ist Stille, man bin ich gewöhnt. Würde ich jetzt mal so sagen. Okay. Dann will ich jetzt mal sagen, habt ihr noch irgendwie 30 Sekunden Stille. Und dann viel Spaß mit meinem Gelaber von vor einer Stunde, wo ich noch Spaß am Leben hatte. Ciao, viel Spaß. Wieso ist mein Mikrofon ausgestellt? Egal, das ist nicht so lang gewesen. Hi. Ich werde euch vorher voll labern. So, okay, dann ist das Mikrofon jetzt an. Je nachdem, wie die Runde wird, werden wir sehen. Oh, er hat richtig Angst. Gefällt mir. Gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist weniger gut. Das ist weniger gut, aber egal. So, okay. Hi. Okay. So, zack. So, wenn ich das halt nicht trifft, ist alles super. Das sind die drei Werte. Ich brauche die zwei erstmal nicht. Also, die zwei ist so das, was man nicht gar nicht, besonders am wenigsten im letzten, das jetzt geht. So. Oh, du bist nicht da, schade. Hi. Okay, ciao. Kein Problem, ich habe meine 3 nicht getroffen, daher kann ich eh nicht viel gegen dich machen gerade. Ich muss aufpassen, dass ich nicht auf einmal dass ich mir Schaden bekomme. Oh, hi. Das ist laut. Okay. Da kann ich leider nicht viel helfen. Aber egal. Dann schwach's uns bald wieder. Ich kann mir den gleich mitnehmen. Jo, das ist doch erstmal easy. Und Set ist ja übertrieben schnell. Dankeschön. So, es geht mit die Ultimate. Ja, ich werde die zwei erstmal rauslassen. Ich werde die zwei erstmal ins Camp rauslassen. Okay. Enemy missing metal.
Russian fehlt, aber. Oh fuck, Raven ist auf Rügen. Das finde ich ja gut. Auf dem Weg. Okay, hört ein paar Sachen raus. Vielleicht krieg ich noch kurz was, vielleicht krieg ich noch rein und hol noch was raus. Oh, sehr schön. Willst du weitergehen? Drei für einen ist perfekt. Alter. 3 für 1 ist. Also besser hätte es gleich laufen können. So. Also wirklich nicht. Das ist halt richtig, richtig krass. Ist hier gleich meine 3 weiter. In dem Fall hätte ich jetzt zwar meine 2 gut gebrauchen können, aber ich. Ich finde, sie bringt noch nicht genug. Meiner Meinung nach. Daher später ist es schon cool, wenn ich kein Mana-Problem. Also wenn ich jetzt kein wirklich Mana-Problem habe oder sowas. Ich mache Einsatz. Oh, ich habe schon lange genug Geld. Geh mal back. So, das gekauft. Ein paar Mana-Pots. So. Okay. Dann schauen wir mal weiter. Jetzt habe ich mir eine 2 gebraucht. Vielleicht ein bisschen schnell auf der Lane zu sein. Aber egal. So, ich stack jetzt einfach mal. Das ist mit cool, keine E mit der Passiven übertrieben gut, dass hier bekommt Thorsten mit Mana und allem. Das bringt jetzt so viel, weil dadurch bekommst du so viel Passiv-Damage und sowas dazu. Okay. Yes. Er ist hier. Okay, erstmal kein Problem. Machen wir das hier schnell. Kennen wir die Wave. Bestimmt extra Damage bekommen. Okay. Schade. Also sie haben wenigstens 2 Kills bekommen sogar. Okay, bei der Duel bin ich mir noch nicht, immer nicht so ganz sicher, was da abläuft. Was sieht recht okay aus. So, ich mach mal einen Ult wieder. Alter, also, es läuft gerade übertrieben gut. Es ist übertrieben stumpf. Oh, komm her. Schade. Ich wollte mal hier hinten. Und ich weiß, damit es auftaucht. Okay, Cthulhu ist in der Mitte. Interessant. Sehr interessant. Das können wir lassen. Okay, willst du mir irgendwas sagen? Willst du mir irgendwas sagen? Der geht an mich ran und er greift mir noch nicht mal richtig an. Also, hä? Die hätten da auf mich kollapsen können, wirklich. Oh, fuck. Vorsichtig. Wieso hast du das gemacht? Das ist halt. Oh, verdammt. Nein, danke. Das ist halt. Ne. Das ist halt wirklich blöd gewesen von Zed gerade. Also, er hat einfach mal richtig hart reingehauen. Ich weiß nicht, was er da probiert hat, um ehrlich zu sein. Die waren noch voll Leben und er hatte keinen Mana mehr und er hatte gar nichts mehr. Und trotzdem geht er da rein. Finde ich etwas verwirrend, aber egal. Aber egal. Liefert nicht so übertrieben gut. So, ja, ich habe jetzt. Ich mach mir so sicher, dass es das Beste gewesen ist, zuerst zu Aegison. Wegen diesem extra. Den Damage, den ich bekomme durch die. Ich glaube. 1 und 3 oder sowas. Das ist halt nicht so übertrieben schön. Deswegen dachte ich, okay. HS ist keine schlechte Idee. Und jetzt kommt er rein. So. Mal hier kurz. Also, ja, ich finde, also Kukulkan hat einfach einen übertrieben guten Wave Clear. Ja. So. Hat übertrieben. Riesiges Damage-Potenzial, wie man auch schon die ganze Zeit sieht, mit dem Tornado, der 1 und aber auch dem okay. So. On my way. So. Okay. Oh, hi. Okay, danke fürs Abbrechen. Oh, nein! Das ist weniger... Okay. Ich bin ja hier bekommen. Scheiße! Was macht er da? Jake.
Okay. Kannst du rübergehen oder sowas? Kannst du irgendwas machen? Sieht nicht so aus. Okay, schade. Das ist ein bisschen problematisch. Das ist ein bisschen sehr problematisch. Es läuft gerade nicht, wie ich es haben möchte. Aber gut, gegen einen Cthulhu, der ultet, hatte ich eh keine Chance. Das Gute ist, unser Set wird gefeedet. Da bekommt ein Paket. Das ist halt... Ouch. Das hat wirklich ouch. Und okay. Mich nervt, dass Raijin den Kill bekommen hat. Das sieht nicht schön aus. Killen wir hier kurz. Minions kurz aufhalten. Oder sie sind schon fertig. Kein Problem. der... Zubek fightet da hinten in der Prosh. Wo ist Raijin? Lässt in Mitte durchgehen. Das ist verwirrend. Okay, ich gehe meine Ultimate. Okay, jetzt ist er da. Ich fände, ich mag das gar nicht, dass der Supporter irgendwie durch in der Mitte ist. Finde ich auch nervig. Okay. Was denn, macht sie da? Okay. Alter! Das war... gerade sehr traurig. Alter, ich treffe wieder eine Scheiße nach der anderen nicht. Alter, bin ich gerade scheiße. Ohne Witz. Alter, das war gerade traurig. Das... puh. An enemy has been slain. There is trouble in the forest. Now is the time to take action. Alter, Kills in diesem Spiel sind scheißegal. Das Ulte oder was auch immer. Es ist so... es ist so scheißegal, wer den Kill bekommt, wer einen Assist bekommt oder was auch immer. Eigentlich jeder bekommt das gleiche, nur dass du halt da schön... deine Kacke... deine Stacks bekommst und sowas. So scheißegal. Das ist auch die richtige Weise, wie sowas geklärt, wie sowas gemacht werden muss. Weil sowas, Toxicity aus dem Spiel raus. Weil irgendwann ein Kill steht oder sowas, wie ein LoL oder so. Das ist halt, ja. Es ist unnötig und das braucht man nicht. So. Wahrscheinlich bin Dungeon Buff recht. Ja, bin ich recht. Das Problem ist, jetzt muss ich Angst haben vor Raijin. Jetzt macht er Schaden, was mir nicht gefällt. Und die Gegner haben zwei Mages, was erstmal... oh, hi. Okay, gut. Ich werde weiterhin von... drei Leuten. Okay, das finde ich ja gut. Retreat. Ich weiß nicht, ob ich das sagen muss, dass er rausgehen soll. Damit er es tut. Ach, scheiße. Das ist halt einfach mental wirklich kaputt. Zwar... tot. Oder ich weiß nicht, ich renne kurz in die Richtung. Ach, krass. Alter, wie sieht das denn eigentlich mit? Ach so. Alter, ich treffe gerade gar nichts und es tut mir einfach hart leid. Es tut mir einfach hart leid, es ist halt auch traurig gerade. Ich treffe gar nichts. Es ist einfach, geht einfach gar nicht. Es ist halt, wow.
Es tut mir auch voll leid, es ist richtig traurig. Also wirklich, wirklich traurig. Ich treffe meine 1, ich treffe meine 3 nicht, ich treffe gar nichts. Okay, was soll ich bei denen ab? Das wird es, also. Ja. Und sie sind tot. Den FZ. Oder? Ich weiß nicht. Ich werde nicht hingehen. Weil ich tue es, weil ich blöd bin. Okay, das ist ein interessanter Blink. So. Sehr schön. Ach gut, Tower ist weg. Ja, Tower ist weg. Das ist... Oder sie ist zu doof, um den Tower anzugreifen. Sehr interessant. Hä? Wieso? Ich bin verwirrt. So, machen wir das kurz. Dankeschön dafür. Okay. Spammen muss nicht sein. So. Mach das aber schnell. Bevor irgendwas passiert und irgendwer auf einmal vorbeikommt und nervt. Mach ich lieber ordentlich das Teil lieber, das ist sicherer als. Da treffe ich wenigstens etwas. Ich bin auch endlich vollgestackt. Ich hab meine Schuhe noch gar nicht voll gekauft. Alter, das ist besonders. Das kurz. Ich hab ein bisschen Angst. So, ich geh weg. Ich muss erstmal Schuhe voll kaufen. Sehr, sehr schön, aber Schuhe noch nicht voll gekauft, was ganz schön traurig ist. Also irgendwie alles ist gerade ein bisschen traurig. Aber ich kann später noch richtig krass auf. Also ich bin jetzt gar nicht mehr so weit hinten. Muss man nicht sagen. Aber ich kann später noch stärker aufholen. Okay, ich helfe drüben. Der braucht ja krass Hilfe einfach. Der macht da keinen Wort wirklich. So, okay, ich muss mit dir verteidigen. Ich möchte den Tower nicht verlieren. Also, ich probiere drüben zu helfen und probiere ich meine Mitte zu verteidigen. Das heißt, ja. Oder hier sind gar keine Minions. Alter, hey, ich dachte, die hätte gut durchgepusht. What the fuck? Die verwirren mich einfach alle. Wieso verwirren mich auch alle so hart? Wieder wohl gar nicht. Okay, tschüss. Anhu, ich bin auf dem Weg. Ach, komm schon. Er bekommt ein bisschen Schaden durch meine Sachen. Alter, nicht schon wieder. Oh, fuck. Awesome. Wir müssen einfach nur krass durchrennen, einfach probieren, irgendjemanden zu killen und dann... Alter, das Problem ist aber... war viel zu greedy und zwar klar, was ist da passiert. Ich wollte jetzt nur nicht alleine lassen, damit er nicht herummeckert. Retreat! Retreat! Pinte da an, Chuck. Clear the air. Help! Help! Mother Nature is on your side. Retreat! So, ich verteidige Mitte. Nee, Mitte ist weg. Sehr schön. Die machen gerade den Paramancer. Was soll ich denn? Was soll man da tun, Mann? Alter, was zur Hölle soll man denn da tun?
Als ob ich da reingehen möchte. Gegen so. Gegen diese Gegner. Ich sterb da easy einfach. Nee, lass ihn pushen. Ach nö, ach, lass mich in Ruhe. So. Ach komm schon bitte. Er kann drüben noch weiter angreifen. Aber okay, er lässt das. So. Jetzt geht den, wir hören da ein bisschen auf. Okay. Na gut, die Ult macht keinen Schaden. Das ist viel Schaden. Okay, jetzt sind sie tot. Beide? Was? Nee, okay. Das hat er überlebt. Ich bin mir nicht sicher, ob das die beste Idee ist, von ihm aus noch reinzugehen. Ja, jetzt ist er tot. Ich nehme Kyron's Coin mit. Kyron's Coin. Alter, das war ein bisschen doll obvious, dass er daran stirbt. So, das tun wir aber irgendwie nicht wirklich. Wir brauchen Objectives auch. Wir müssen den Taumann da drüben killen. Wir müssen hier weiter in der Mitte weitergehen. Das ist halt. Solche Dinge sind verdammt wichtig, aber wir machen es einfach nicht. Ach nö. Ich hätte zuerst mal eine 1 ansetzen sollen, ich meine mich nicht mehr in Tornado. Bei der Wind-Up einfach. Oh fuck, gut. Wenn er jetzt auf mich draufgeht, ich weiß nicht. Ich würde ihm gerne helfen. Aber gut, da will ich nicht rangehen. Da gehe ich auf gar keinen Fall ran. Da kriege ich mich nur selber. So. Ach komm schon. Jetzt killen wir das halt aus. Awesome. Gut. Was machen wir hier? Ach Leute, ihr seid blöd, ich hasse euch. Also ich bekomme den Kehr, aber das Problem ist, die hat schon Ult oder sowas und killt den also. Ich bin mir recht sicher. Ja, das war gut getroffen. So. Na fuck, gut, ich bin tot. Yo. Ich hatte es da drüben und pusht. Obwohl, in manchen Situationen ist es schon wichtig zu pushen, in manchen eher ein bisschen weniger. Und das wäre eine Situation, wo es eher weniger wäre zu pushen. Und bitte pusht einfach durch, die Buffs sind so okay, er lässt mir uns durchpushen. Dabei hätte viel weiter gehen können als das gerade. Ist einfach komplett wahr. Okay. Was denn macht er da? Was zur. Er hat so viel Zeit gewastet. Es ist halt wow. Der hätte easy 2 Tower killen können und wäre zum Fiends gekommen. Okay, clear the airwaves. Thank you. Es ist halt wow. Der Typ hat ein paar Kills und hat viele Kills und so, aber trotzdem ist es halt, das ist einfach nur dumm. Also einfach Tower killen, also den einen Tower killen und ich verstehe halt nicht, er ist einfach da herumgerannt. Also er ist Level 20 und ist herumgerannt und hat noch Minions gekillt. Also er hat noch Camps gekillt. Was halt auch sehr interessant ist. So. Gehen wir kurz darüber und warden. So. Guck mal, das Ganze bin ich tot.
Ich bin sehr sicher. Oder? Bin ich nicht. Glück gehabt. Okay, ja. Also das sind halt so Dinge, die mich total nerven. Wir hätten da easy, also wir hätten easy zwei Tower bekommen können. Und da ich VR gespielt hätte, haben wir nur einen einzigen bekommen. Was aber auch nicht so das Beste ist. Was halt traurig ist. Und sehr nervig. Warte mal kurz hier. Wir sind tot. Wir müssen auf zusammenbleiben. So, dann habe ich ihn kurz mit ein bisschen Schaden. Also wirklich nur ein bisschen Schaden. Wieso bringst du ihn hier rein? Wieso bringst du ihn hier rein? Na gut, ich bin tot. Wieso bringt er ihn da rein? Was hat er erwartet, was passiert? Was hat er erwartet, was passiert? Es ist halt... Es ist halt wow. Es ist halt einfach wow. Und das ist das Dumme, weil einfach... Es war... Also, wow. Ja gut, ich kann ihn nicht verteidigen. Ich weiß nicht, was er erwartet hat wirklich. Das ist halt einfach... Gehirn ist dann nicht vorhanden. Du wirfst nicht einfach einen Megatank, der übertrieben viel Schaden macht, in deinen Mage rein. Ist halt nicht klug. Ist halt eher übertrieben dumm. Und der Cthulhu hat sofort übertrieben gut gehandelt. Ist doch klar, deren Supporter wirft dich in den... Deren Supporter wirft dich in deren Mage rein. Und natürlich gehst du dann sofort auf den Mage drauf. Was soll ich im Mage dagegen tun? Habt ihr ja gerade gesehen, was soll der Mage dagegen tun? Als, keine Ahnung, nichts. So. By the way, ich glaube, wir haben verloren. Also, der Anfang lief vielleicht nicht so übertrieben kacke. So. Der Anfang lief okay. Aber, keine Ahnung, ist halt... Ja. Später wird's aber zu gar nichts. Gut. Hat es mir gerade 500 Schaden gemacht, mit 400. Okay, ich hab trotzdem genauso wenig Leben. So, kommt hier wenigstens. Ich ignoriere das einfach. Ich lass mich da nicht reinziehen in den Tod. So, was hab ich noch gekauft? Fuck, okay. Ich vergesse selbst, was ich gekauft habe. Ich warte noch kurz, ob das geht. So. Mal darüber. Ja, gut, 2,8 stehen schon lang, 2,8, aber ich komme aber nicht weiter. Also irgendwie CC'd mein Team nicht genug oder was auch immer. Ich treffe meine Scheiße nicht. Das ist halt nicht gut. Das ist halt gar nicht gut. So. Können wir das schnell? Oh, hi, Freitag. Wie geht's so? Und tschüss. Ja, er geht instant auf mich drauf. Da hab ich keinen Bock drauf. Also geh weg von mir. So. Na. Und tschüss. Ja, also. Ich setze mich nicht mit Cthulhu auseinander, dann gehe ich aber komplett woanders und du kommst gar nicht weg, weil ich mir jetzt. So. Ja, deswegen gehe ich da einfach weg. Das ist doch logisch. Ich gehe einfach weg.
Defend the fire giant! Defend the fire giant! Clear the airways! An enemy has been slain. Ja, keine Ahnung, ich gegen den Nemesis gleich auch nicht gegen machen, der einfach immer rüberkommt. Auch 800 Schaden durch der Precious Ultimate. Ist auch gar nicht mehr so wenig. Brauch ein bisschen Lifestyle. Ist ja vorgeschlagen bestimmt, also. Nee, das will ich nicht haben. Lifestyle. Nehmen wir dich mal mit. Also ich glaube, auch Polynomicon wäre nicht so übertrieben schlecht, aber ich würde eher da auf Bank of Talent nehmen. Bancroft Talon, sprich nicht so. So. Die machen den Fire Giant nicht. Die sind zu dritt und zwei davon sind in der Mitte. Als ob die den Fire Giant machen. Das ist halt. Wen skillt er die jetzt? Halt trotzdem ist das Klügste. Als ob die den Fire Giant machen in dem Fall. So. Wenn wir da ein bisschen Damage rauszuhauen. Alter, einfach alles Spam halt härter als ich immer. Oh Gott, ich werde es machen und ich helfe. Und ich helfe einfach. Wieso tue ich das? Wieso zur Hölle tue ich das? Der Cthulhu, der wird reinrennen und ulten. Wir sind alle tot. Ja, also wenigstens haben sie es kapiert. Cthulhu rennt rein und killt uns alle instant mit seiner Kack-Ult. Und fertig ist es halt. Ja. Was anderes kann da gar nicht passieren. Okay, das ist ein bisschen unnötig. Und er ultet instant. Ich hab niemanden getroffen, ernsthaft? Okay, gut, natürlich killt das nicht. Natürlich killt das nicht. Leute, das war interessant. Okay, ja, wir können weiter angreifen. Wir können noch weiter angreifen. So. So. Zack, haben wir das Ganze. Ein bisschen Hilfe von meinem Team. Sehr gut. Und dass das Teil mich nicht fokust, fährt noch besser. Ja, also, wow. Wir brauchen ein Team. So. Ich kann nicht viel anfangen. Okay, die Ulf ein bisschen verschwendet. Aber egal, wir haben es geschafft. Das war gerade sehr stressig. So, wir können bitte irgendwas machen. Oder hier, die Fury ist da. Also wenn sie da ist, können wir sie gerne machen, weil die wäre nicht schlecht. Weil die Unifu ist eh immer die beste. Mit der kann man am besten pushen und was sonst alles machen. So, nehmen wir dich mit. So, okay. Dann langsam. Langsam gehen wir nach vorne. Langsam kommen wir ein bisschen nach vorne. Und jetzt habe ich wieder. Jetzt denke ich, wir haben wieder eine Chance. Also, jetzt reißen sich langsam ein bisschen zusammen, was ich sehr gut finde. Auch wenn ich bin halt wirklich keine Hilfe, leider. Das nervt mich so ein bisschen, ich bin halt wirklich keine Hilfe. Und, ja, gut, keine uns, ist einfach so, keine Ahnung. Vielleicht komme ich ja noch hin. Jo. So. Alter, niemand braucht den Scheiß mehr. Jeder ist Fullbild. Normalerweise. Also fast Fullbild. Ich hab die Schuhe nicht verkauft. Wir können das Bild pushen. Nö, lass mich hier raus, bitte. Ich hab ein bisschen Angst. So, das wenigstens. Oder was, Mitte angreifen? Mitte angreifen. Okay. Greifen wir halt Mitte an, machen gar nichts mehr. Es ist halt, was wollt ihr da machen, bitte?
Halt, ohne Witz, was soll der Bandit da hinten noch machen? Hm. So, awesome. Endlich. So, erstmal alle Tau weg, alle Tau losgeworden. Jetzt können wir uns dazwischen entscheiden, ob wir Mitte oder rechts angreifen. Mitte oder doch rechts, Mitte oder rechts, schon richtig. Wow, dass er sich getroffen hat. Ich hab meinen Tornado getroffen auf sie. Das ist sehr schön. Ein bisschen Schaden. So, ich brauche noch mehr Schaden. Ich mach halt wirklich nicht viel Schaden, leider. Wir müssen zwar aufteilen. Das hilft ja nicht viel, wenn ihr da einfach nur rumhockt. Also. Autsch, scheiße, das ist. Okay, nicht viel Schaden. Das ist ein bisschen, aber nicht viel Schaden. So. Sie werfen halt drüben an, was da gut ist. Wir pushen einfach ein bisschen. Wir sind einfach nervig. Das Böse ist, die. Wow, okay, das war viel Schaden. Das war sehr viel Schaden. Nein, danke, da bin ich raus. So. Ach Mann, die nerven mich. Wie ist es? Die laufen da nicht rein. Alter, was zur Hölle macht der da? Was zur Hölle war das gerade? Okay, wir sind einfach dumm. Also wow, sind wir. Nee, lass uns raus, bitte. Alter, was? Wir falten hier übertrieben easy, pushen hier die ganze Zeit und dann gehen die rein? Was ist da die Logik hinter? Also unsere beiden Tanks gehen da rein. Es ist halt einfach nicht Gehirnaktivität. Wow. Es wird noch schlimmer als ich, wenn ich meine Sachen nicht treffe. Wir hatten eine wirklich übertrieben gute Chance, endlich mal so einen guten Fall zu haben. Beziehungsweise so ein bisschen, endlich mal die Gegner so ein bisschen fertig zu machen. Und dann gehen die beiden einfach, gehen beide unsere Tanks rein. Ohne dass unser Team da ist. Attack. Defend the fire giant. Attack. 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 Das ist halt, wow. Das ist halt nicht, wie gesagt, keine Brain-Aktivität. Also, komm schon. Als ob die mal verlieren wollen. Das ist halt einfach blöd. Das ist halt, ich komme nicht drauf klar. Unsere beiden Tanks gehen in den Tower rein. So, Moment, ich. Und nehmen wir dich mit und dich. So. Jetzt machen wir uns auf den Weg. Wir machen jetzt noch ein bisschen mehr Schaden. Und uns probieren, etwas hinzubekommen. Weil, wow. Warte, ich muss kurz schauen. Okay. Gut. Ich glaube, der Cthulhu ist ein bisschen das Problem. Durch den können wir gar nichts machen, durch den können wir da nicht rein, durch den können wir. Durch den können wir aber nicht rein. Oh, das ist nicht schön. Oh, geh weg von mir. So. Ach komm schon. Oh gut, tschüss. Wow, okay. Das waren gerade 800 Schaden. Ich. Und Zeit probiert zu pushen, was auch immer. Es tut mir leid, also ohne Witz, sowas regt mich auch auf, das ist unnötig. Your middle Phoenix has been destroyed. Ach, gut. Nee, er wird's nicht schaffen. So, ja. Tschüss.
gut, keine Ahnung. Ich finde es aber sehr schön, dass nicht nur ich von Chuck angepisst bin. Weil der erzählt einfach so viel Scheiße die ganze Zeit. Will irgendwie jedem vorschreiben, was da abgehen soll. Und das ist halt einfach nur blöd, dass wir überhaupt die ganze Zeit fighten, ist einfach unnötig. Wir könnten einfach ein bisschen entspannter sein und vielleicht mal probieren, die Phoenixe zu killen, anstatt dann da irgendwie in krasse Fights reinzugehen. Weil so wird das nicht. Das wird halt einfach gar nichts. So. Na, was willst du gegen so ein gegnerisches Team machen, die gefeedet sind und einfach nur einiges besseres Team haben? So, machen wir hier kurz. Ich weiß, die Primary Fury bringt uns ehrlich nicht viel, aber naja. So. Ich verstehe nicht ganz, dass du das so oft sagen musst immer. Aber egal. Das kurz. Wieso fighten wir eigentlich? Ich bin mir sicher, dass wir gehen sollten. Ja, warte mal hier. Oh Gott, hier ist schon ordentlich. Warte mal hier hinten. Ach Leute, wir müssen da nicht fighten. Bitte fightet nicht. Wir müssen da wirklich nicht fighten und jetzt fighten sie. Sie fighten einfach. Und sie fighten einfach. Oh fuck. Wir müssen das nicht machen. Ich vertraue euch einfach gar nicht. So, jetzt sind sie low. Jetzt können wir killen ihn einfach. Awesome. Endlich. So, jetzt haben wir einfach gekillt und Chuck ist tot. Awesome. Gut, ich hasse euch so hart. Das ist nicht normal. Alter, wir schaffen den Scheiß doch nicht. Wir sind alle gleich, ich schwöre euch, wir sind alle gleich tot. Das ist jetzt ein Fehler von den Gegnern einfach. Wow. What the fuck? Hä? Alter, what the fuck? Das ist ein riesiger Fehler von den Gegnern. Die war doch klar, dass wir im Fight sind. Oder die dachten nicht, dass sie so crazy sind, aber egal. So, ich nehme jetzt das Hyperion Wave. So, guck, es wird noch was. Verlinkt in der Mitte. Das sind so viele Minions. Und drüben auch schon. Wenn die Minions durchgekommen hätten, wäre es vorbei gewesen. Jetzt soll die fucking Fresse halten, weil mich das aber nur hart abfuckt und dass er da hinten. Ich kann die Minions da wegpacken. Packen. So. Die Minions wären durchgekommen und hätten durch Pech unseren den Phoenix nochmal angegriffen und den Phoenix gekillt oder was auch immer. Gut, vorsichtig. Oh, das war sehr gut. Okay, gut, jetzt bin ich tot. Okay, das ist schon wieder traurig. Jo, gut, da halte ich mich raus. Das ist halt einfach. Jo. Oh fuck, nö, lass den ganzen Scheiß bitte mal. Ach komm schon. Ach komm schon, ich hab keinen Bock drauf. Also die kommt weg, weil sie schneller ist als ich. Eigentlich schneller als ich. Gut. Ja, ich muss verteidigen gehen. So. Das nervt mich, dass ihr was so close überlebt hat. Das ist einfach abfuckend. Weil ich kann sie einfach killen, weil sie idiotisch ist, weil sie mich auch angreift. Ich muss schnell. Das hat noch schlimmer als ich immer. Jo. Sehr schön. Kill die einfach oder was auch immer. Stirb dran. So. Wir könnten probieren zu killen, ich hätte Ult. Wir sollten zusammenbleiben, bitte. Ach du Scheiße.
Aber er macht Schaden. Er macht wirklich viel Schaden. Was sehr schön ist. Wir sind einfach die Lane, die Fireman sind endlich. Das ist halt einfach so Dinge, die ein bisschen fragwürdig sind. Ein bisschen doll fragwürdig sind. Selber kommt wenigstens ein bisschen. Oh Gott, du bist crazy. Du bist crazy, crazy. Nee, lass einen Scheiß, lass einen Scheiß. Oh fuck. So. Oh gut, das ist nicht schön. Jo. Du bist aber viel zu weit drin. Jetzt will ich nicht mehr so drin. Jetzt hast du verkackt. Du bist aber viel zu weit drin. Gut, ich vergesse immer. Wir können das angreifen und das angreifen. Die wissen jetzt, dass wir hier sind, das ist ein bisschen klar, aber egal. So, jetzt können wir rübergehen. Alter, die haben Chuck. Die haben Cthulhu und Cthulhu ist das größte Problem, was wir haben. Auch was man jemals haben kann. Noch nö. Bin ich raus. Oh Gott, ihr seid doch gruselig. Wieso geht ihr da rein? Komm schon, komm schon. Awesome. Oh Gott, ich hasse sie. Gott, geht zum Fick mal nach hinten, Mann. Sorry für die Ausdrücke, das nervt mich. Es ist so unnötig, wie sie gerade spielen. Wir haben endlich Cthulhu gekillt und trotzdem sind wir hier und machen gar nichts. Und lassen dann auf einmal lassen Nemesis mich killen. auch wenn man da nicht viel gegen machen will, ist problematisch. Auch wenn man da nicht viel gegen machen kann, ist es halt trotzdem, wäre es trotzdem mal schön, irgendwie Möser zu machen. Also zu sagen, keine Ahnung. Probieren, etwas dagegen zu machen. Die Nemesis geht immer auf mich drauf, instant. Und sie kann mich halt auch killen, das ist das Problem. Gott, ihr macht mir Sorgen. Gott, ihr macht mir Sorgen. Ach, komm schon. Ja. Ich finde die Runde ist komisch. Die Runde ist verdammt komisch. Ich möchte nicht, dass der Phoenix wieder fällt. Bitte. Seid verteidigt so schnell ihr könnt. Nimm dich mit. Nehmen wir dich mit. Und so. Der Phoenix lebt noch. Das ist erstmal das Wichtigste. Wir müssen den Phoenix verteidigen. Damit wir erstmal ein bisschen entspannter haben. Weil es ist etwas anstrengend von denen. So. Alter, das ist. Als ob noch Leute zuschauen. Geil. Das ist, glaube ich, hier ist, glaube ich, finde ich. Das ist, wenn ihr hier jetzt noch drin seid, schreibt ein. Keine Ahnung. Haut. Schreibt ein X an Ende eures Kommentars. So. Gott, die Minions hinten. Gut, unser Phoenix drüben. Oh fuck, ja gut. Oh Gott, ja, retreat. Ja, back. Jo. Nemesis will mich schon wieder haben. Alter, die verfolgt mich halt einfach überall hin. Das ist richtig krass. So, das war klar, wir müssen nach back gehen. Also. Das ist halt kacke. Das Blöde ist, es war ein bisschen blöd, dass ich reingegangen bin, aber ich komme nicht mal vorbei. Man kann ja nicht viel gegen machen. Ach Gott, bitte, geh mal weg von mir, der will mich schon wieder haben, Mann. Ich probier mich auch hart rauszufokussen teilweise. Ich hab keine Ult. Oh Gott, bitte, und er verfolgt mich schon wieder. Alter, bist du anstrengend! Das muss doch nicht immer sein. Ich lass mich doch einfach in Ruhe, Mann. Treffe ich jemanden?
Schade. Wow. Komm schon. So. Ist er raus? Du musst, ich kann mich killen. Okay. So, Typ ist erstmal egal. Wir müssen probieren zu pushen. Wir müssen ausnutzen, dass wir gerade einfach alle Leute killen konnten. Scheiße. Das ist ja gut. Wir sind gerade ein bisschen idiotisch. Ja, wir sind ein bisschen idiotisch. Oh Gott, bitte geht er raus. Bitte geht er raus. Wir haben viel zu wenig rausgemacht. Bitte geht er raus. So, wir hätten vielleicht noch andere Fähigkeiten killen können. Alter, ist idiotisch. Bitte. Bitte. Ja, dieser... Beware the shifting sands. Das war krass anstrengend. Das ist so unnötig, dass hast du jeder Scheiße was zu sagen. Ach, wirklich nervig. Das muss nicht sein. Also wir brauchen Wards. Wäre insgesamt mehr schön. Alle haben zwar welche, aber niemand setzt sie wirklich. Nicht mit einbezogen. Er hat sein Lasso verkauft wenigstens. Er baut jetzt ein bisschen Tank hier, aber es sieht schön aus. Das gefällt mir doch. So, wir bräuchten Wards. So, keine Ahnung, Mann. Ich hab aber 1060 Schaden, das ist nicht schlecht. Yay. Fight und wäre nicht schlecht. Also ich bin erstmal sehr froh, dass wir aus dem mittleren Phoenix gehen konnten. Gott, ihr spammt alle einfach so krass. Hi. So. Sehr schön. Wird da drüben weitergehen. So, ja. Dann, Anhol geht da lang. Ich weiß nicht, wo die Gegner sind. Wir sind gerade übertrieben krass aufgeteilt. Und wieso geht die Runde einfach schon über 50 Minuten? Sehe ich nochmal. Warte mal hier hinten. Oder ist da ein Gegner auftaucht? Wo sind die denn? Sind da oben alle. Okay. Sind alle da oben. Ich bekomme da hier irgendwo Schaden. Warte mal hier hinten kurz. Ich weiß, dass das im Wort ist, aber ich hab trotzdem Angst. So, jetzt ist das Kürzel getroffen. Minions kommen bald vorbei. War nicht schlecht, würden wir Druck auf die Mitte machen, eigentlich. Oh fuck. Oh, nice, awesome. Oh Gott, geh weg von mir, bitte geh weg von mir. Oh, scheiße. Das ist ein Problem. Oder auch nicht. So, wir haben endlich mal eine Chance. Alter, hat das lange gedauert. Alter, war das nervig. Wie soll ich noch ein paar Kills geholt zum Ende hin? Wow. Oh. Gott, war das eine Runde? Gott, war das eine Runde. Du warst super und du warst das nicht raus.
Das war einfach wow. Und das war eine Runde. Wie viel Schaden habe ich gemacht? 36.000. Ich hätte um einiges mehr Schaden machen können in der Zeit. Ich stark mehr Schaden gemacht, das ist ich. Aber egal. So. Okay, gut. Er hat Chuck auch nur zwei Worts gesagt. Das ist awesome. So. Einfach zwei Wards gesetzt und zwar, das ist halt auch ganz schön. Wow. Einfach zwei Wards insgesamt gesetzt, ist halt verdammt traurig. So, okay. Dann, ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Das ist auch, wenn es eine sehr besondere Runde war. Abonniert, falls ihr euch getan habt, lasst gerne ein Like da. Und jo, dann passt euch auf. Falls ihr euch wünscht habt, schreibt es in die Kommentare. Jo, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.